Uiuiui. Ach du Scheiße, Moment. Das Ding müssen wir sofort erledigen. Genau, diese Skions hauen nämlich ganz schön rein. Scheiße, jetzt sind beide down. Moment, jetzt muss ich Unity machen. Und da ist die Munition alle. Super. Okay, das macht irgendwie nicht genug Schaden. Scheiße, die sind schon wieder down. Ah, ich brauche eine andere Waffe. Okay, das Mistvieh muss weg. Okay. Das war's. Munition. Munition, Munition. Uiuiui, was ist das denn da? Moment, die Tür kenne ich ja noch gar nicht. Da gibt's doch bestimmte Bonusgedönse drin. So. Und so. Oh, Kacke. Vielleicht geht's da aber auch weiter. Moment, da ist noch mehr Munition. Ich glaube, das war jetzt alles. Dann kann ich die auch die Pistole wieder einpacken. Oder geht's da hinten weiter? Ich weiß gerade, bin mir gerade nicht so sicher. Ne, ich glaube, hier geht's nicht weiter. Ne. Alter, ach du Scheiße. Diese ekelhaften Spitzen schon wieder, aus denen später Husks entstehen. Herzlichen Dank. Oh, hier kann ich was hacken, das ist sehr gut. Oh, shit. Ach, du Kacke. Oh Mann, oh nein. So, nochmal. Das war nicht so gut. Da und dann... Nein. Na komm schon, zwei blaue Codezeilen ganz oben und da haben wir es doch. So, was finden wir hier? Ein Upgrade, hoffe ich. Ja, Heavy Skin Weave. Geil. Sehr gut. We've seen these before, Shepard. Dragon's teeth, your people call them. The Geth used them on Eden Prime. There are tales of such things among my people. Devices buried on distant worlds that turn the finders into abominations. See how the room is arranged? They treated this thing like some kind of altar. That doesn't seem right. No one in their right mind would want this. You heard the logs. They were seeing things, hearing things. They were being indoctrinated. We can't help these people now. But we won't let the machines use their corpses like this. Agreed. Ach, dafür gibt's Paragon-Punkte. Na gut. Alles klar. Dann würde ich sagen, geht's weiter. Hier noch mehr Munition. Jetzt haben wir aber wirklich alles voll. So, gut, dass ich das nicht ausgelassen habe. Hat sich ja doch noch gelohnt. Oh, eine Schleuse. Weil keiner mehr lebt. Deswegen stirbt auch keiner. Sniper. What the...
What? The Geth was the sniper. I thought Geth didn't speak. Alter, ohne Scheiß, jetzt bin ich aber auch mindestens dreifach verwirrt. Ohne Witz, ich hab am Anfang gedacht, okay, der Sniper, der muss ja hier irgendwie ein Überlebender sein, der muss uns freundlich gesonnen sein, weil der ja auf diese Viecher schießt. Dann sehe ich, dass es ein Geth ist, hab gedacht, oh shit, der ist doch nicht freundlich gesonnen. Und dann sehe ich, dass es ein verdammter Geth ist, der freundlich gesonnen ist. Deswegen bin ich verwirrt. Was geht denn jetzt ab? Incoming. Wo? Oh shit. Diese Mistviecher aber auch immer wieder sozusagen respawnen. Das ist auch ein bisschen ätzend. Ich weiß bei sowas nie, ob die unendlich respawnen und ich schnell vorwärts rücken muss oder ob ich lieber langsam vorrücken soll und einen nach dem anderen ausschalten soll. Wow. Alter, weg mit dir. Hau ab! Oh shit, ich muss weg. Ich muss weg, ich muss weg. Alter! Was war das denn? Das ist doch schon wieder so ein Drecks-Spion irgendwo. Jupp, da ist er. Da kommt so eine Abomination. Die sind fies, weil die explodieren. Ganz genau. Alter. Scheiße, schon wieder keine Munition. Scheiße. Nein, 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 nein. Wow. Oh, okay, okay. War nur Telly. War nur Telly. Kein Problem. Puh, okay. Diese Skions, die hauen ganz schön rein. Terminal Access. Ah, okay. Sehr cool. Ich glaube zwar, dass ich von hier aus da eigentlich gar nicht hätte rankommen dürfen, oder sollen. Aber, wenn es funktioniert, mehr Munition. Sehr gut. Ich glaube, ich bleibe bei diesen Husks und Abominations jetzt erstmal bei dieser leichten MP. Oder was heißt leichte MP? Bei der MP halt. Ich glaube, da reagieren die ganz gut drauf. Der kriegt das ab, der kriegt das ab. Ich muss echt öfter meine Fähigkeiten einsetzen. Okay, kein Problem. Also, die spawnen nicht unendlich nach. Das ist schon mal gut zu wissen. Das heißt, ich kann langsam vorgehen und einen nach dem anderen ausschalten. Und hier oben liegt jede Menge Munition. Weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist. Weapons ready. Hier ist noch irgendwas. Ah. Now what's this? Ah, Shotgun Damage. Wow. Scheiße, schon wieder so ein Viech. Ah!
Oh shit. Ich muss hier weg. Leck mich am Arsch. Okay, Leute. Kann ich da nicht hoch? Doch, ich kann da hoch. Oh Mann. Okay. Offenbar doch ein schlechtes Zeichen, dass hier so viel Munition lag. Lauf, du. Ah, lauf. Das gibt's doch nicht. Er wollte nicht mehr laufen. Das Problem ist, ich wollte weglaufen mit dem Rücken zum Gegner. Der Gegner hat mich getroffen und ich bin rückwärts gestolpert, weil der Gegner mich getroffen hat. Blöd nur, dass der Gegner mich von hinten getroffen hat, sodass ich vorwärts hätte stolpern müssen. Danke, Spiel. Ah. Okay, das war nix. Das versuchen wir gleich nochmal. Ja, komm, jetzt lad ein bisschen schneller. Jetzt geh mir nicht auf ein Zeigerspiel. Das kann ich jetzt gar nicht haben. Bin ich sowieso gerade schon aufgeregt, dass ich so dumm gestorben bin. Ah, okay. Jetzt weiß ich, wo ich bin. Okay, ich glaube, dass es vielleicht doch keine gute Idee ist, mit dieser Waffe zu kämpfen. Junge, Junge. So, noch ein bisschen Munition sammeln. Und dann, Moment, hier gab es doch auch einen Weg. Vielleicht ist es sinnvoller, wenn ich hier lang gehe. Ich bezweifle es. Okay, Moment, dann schnappe ich mir gerade mal die Sniper Rifle, dass wir diesen Skion möglichst schnell wegbekommen. Now what's this? Alter, was war das denn? Da hat er aber plötzlich ganz derbe verzogen. Alter, okay, das ist auch keine gute Idee. Au. So, Skion ist weg. Alles klar. Und zurückziehen. Okay. Nee, da kam ich schon wieder her. Ich bin ein bisschen zu weit zurückgezogen. Oh Junge, da war noch irgendwas. Ach, Medikit, genau. Incoming. Sehr gut, das war's. Geht doch. Muss nur gucken, dass man diesen Skion als erstes wegballert. Dann ist der Rest nicht mehr ganz so schwer. So, Munition. Terminal. Alles klar. Ja, das dachte ich mir schon, dass es hier weitergeht. Das nochmal so ein Skion. Verdammte Axt. Was ist das hier eigentlich? Reef. Okay, ich glaube, das muss ich mal als nächstes ausprobieren. Hier, Reef.
Ah, schieß doch. So, nochmal Reeve. Hm, geht. Macht nicht so richtig viel Schaden. Wow. Der verdammte Skion macht dafür richtig übel Schaden. Alter, ich muss hier weg. Boah, macht der Schaden. Ja, jetzt erhol dich doch. Was braucht der so lange? Endlich, meine Fresse. Da ist er schon. Oh, da sind zwei von den Biestern. Verdammt. Okay, okay, okay. Kriegen wir. Puh, alles klar. Übel. Richtig übel. Aber auch geschafft. Zwei Skions down. Ja gut, den Rest von euch kriegen wir jetzt auch noch fertig gemacht. Moment. War noch Munition. Die wollte ich noch mitnehmen. Und hier scheint schon das Ende zu sein. Das hoffe ich aber auch. Naja, oder? Ich weiß es nicht. Ah, nicht ganz. Scheiße, schwere Munition. Ja, gut. Da ist noch ein Skion. Ich glaube es nicht. Hört das denn nie auf? Dieser Albtraum. Und schon wieder zwei von den Biestern. Okay, könntet ihr mir bitte diese Viecher vom Hals halten? Damit ich in Ruhe auf die Skions schießen kann. Oh, sorry, hier fliegt gerade eine Mücke um mich herum. Das kann ich gerade gar nicht brauchen. Lad nach! Die Mistviecher doch fertig. Wo sind meine Teamkameraden? Könnt ihr mir mal helfen, bitte? Warum kämpfe ich hier alleine? Lass mal jemand verraten. Hallo, wo seid ihr? Ja, herrlich. Haben sich erstmal Kilometer zurückgezogen. Vielen Dank für die Unterstützung, Freunde. Was soll das denn? So, das war der erste. Hier ist aber noch einer. Oder? War das der zweite? Nein, das war der zweite. Ach, jetzt kommt er, oder was? Das ist ja super. Naja, ich glaube, das war der zweite. Mann, Mann, Mann. Was für ein Team. Was für ein Team. Ohne Witz, da ziehen die sich einen Kilometer weit zurück und lassen mich alleine gegen zwei Skions kämpfen. Das ist ja wohl nicht euer Ernst. Na, wartet, Freunde. So haben wir nicht gewettet. Wartet nur auf euren nächsten Gehaltscheck. Ihr werdet da schon sehen, was ihr davon habt. Oh shit, das wollte ich nicht. Okay, da ist das Reaper IFF. Da ist das Reaper IFF. This must be the IFF. Da ist schon wieder dieser Geth. Der Geth, der gegen Hass kämpft. Was macht der da? Er lässt uns rein. Er lässt uns... Okay. Und Action. Okay, ich verstehe nicht so ganz, was hier abgeht, aber haben wir im Moment auch keine Zeit für, uns irgendwie darauf zu konzentrieren.
Reaper Core, Reaper Core? Muss ich darauf, muss ich da Schaden? Was? Okay, was? Okay, muss ich da irgendwie... Ich versuch mal irgendwie... Okay, ich versteh's nicht. Okay, da gibt's nochmal Geld. Müssen wir... muss ich jetzt darauf schießen, oder was? Ja, es hat irgendwie eine Lebensenergie. What? What? Oh shit. Wir müssen, glaube ich, wirklich darauf schießen. Und jedes Mal, wenn wir einen gewissen Schaden gemacht haben, wieder so eine Welle abwehren. Oh, hi. Alter! Freunde! Wo sind die schon wieder hin? Da ist Teddy. Oh Mann! Oh Gott, ich muss gerade mal das machen. Und dann mache ich mal das. Was? Wo fliegen die denn hin? Wollen die mich verarschen?